kommen. Willkommen bei Fallout 4. 5, 4 oder 3? Nein, 2. Nee, nein. Ah doch. Ach nee. Es ist so heiß. Fallout 4 Survivor Mode. Ich brauche ein lecker 3, ein lecker 0. Dankeschön. Auch wenn es wieder verschwindet, hebe gleich wieder. Hier, deabonniere. So. Und rein. So. Wie hieß das leckere Mädchen? Terry Fancy. Ich wurde abonniert. Ich bedanke mich. Na, wo wollen wir? Ich würde sagen, hier. Wir nehmen diesen Platz ein. Und dann gehen wir auf die Jagd. Wir versuchen bis zur Vault runterzukommen. Terry Fancy. Ja, dann schreiben wir das drunter. Ich bedanke mich fürs Abo. Sehr überraschend. Ein interessanter Kanal. Und da gibt es einige Leute, die sollten mal da reinschauen. Und außerdem, ich empfehle ja jeden, der hier drinnen steht. An euch alle. Schaut bei jedem rein. Also schreiben wir Terry Fancy Channel heißt es noch. Ich danke dir fürs Abo. Aber jetzt geht's los. Und jetzt fängt die Musik wieder an draußen. Ich spiele jetzt einfach mal weiter. Und hey! Ich tue so der gleiche, ob ich das nicht höre. Ob es dann schlussendlich auf der Aufnahme drauf ist, weiß ich jetzt eben nicht. Ich hoffe mal nicht. Wir müssen nach Süden. Ich habe ein paar schöne Waffe einpackt. Die Kate trägt ihr die Waffe schön hinterher, die ich mal ein bisschen ausprobiere. Und darunter hat es auch zum Beispiel so ein Nudelholz. Also ich werde auch mal schauen, ob ich das irgendwie, wo könnte ich das hinpacken? Hier. Nee. Ja, okay, doch. Ich mach's mal hier. Und dann fehlt hier noch. Was fehlt hier noch? Essen. Irgendwas Essiges, Essbares. Am besten natürlich. Omelette. Eier-Omelette. Ja, warum nicht? Hauen wir die mal rein. Erhöht die Heilungsrate. Könnte hilfreich sein. Mit unserem Survivor Mode. Juhi! Einen lieben Gruß an Milena. Juhui!
Was? Du. Hey. Was ist denn hier los? Okay. Alles klar. Freut mich, dich kennenzulernen. Okay, Experte. Hier. Wow. Cool. Okay, weiter. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Ich weiß. Nehmen wir mal. Ich hab so viel Scheiß. Auf jeden Fall das. Ja, die nehmen wir noch mit. Aber das, da nehmen wir alles mal nicht mit. Was denn? Okay. Also. Einfach in Richtung laufen. Kommen da noch mehr? Machen wir mal so, als hätten wir nichts gesehen. Also, weiter. Und wenn es dann haarig wird, dann werden wir von Kate den Rasierapparat ausleihen, damit wir... Ach, hier ist die Bahnstation. Okay. Ja, die nehmen wir mit. Warum denn nicht? Reingehen. Hallo? Wow. Und hier. Okay. Ja, ist ja gut. Gibt's hier was? Warum nimmst du das Telefon nicht einfach automatisch? Was? Jetzt kommen die schon wieder. Kate, unsere Freunde kommen. Wo seid ihr? Hallo. Sind sie. Katie-Line, du solltest unbedingt mitkommen. Ja, das könnte noch länger dauern, bis ich da unten bin. Was hast du? Ja.
könnte man brauchen. Muni ist immer gut. Medi ist noch besser. Okay. Ja, kann sein. Wenn man es hört, dann könnte ich Probleme bekommen. Ja, super. Oh, hier haben wir auch noch mal von diesen blöden Bratzen. Ich? Ja, ja. Ja, das war leicht. Aber trotzdem. Nicht ganz so leicht. Roboter, 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 nehmen wir das mit. Ach, kack drauf. Das schon. Das auch. Hier. Ja. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Ja. Jetzt wird es aber zu laut. Doofes Dorffest. Doofes Dorffest! Okay. Ich müsste mal dann trotzdem abspeichern. Sobald ich nicht mehr laufen kann und dann ist es... Müsste ich jetzt irgendwie dauerlabern? Oder genügend Lärm machen? Ne, wir gehen nicht zum Dance, denn er schieße ich eh gleich wieder. Die blöde Bruderschaft. Oder soll ich die Lautstärke vom Spiel erhöhen? Das war falsch. Nee, das war richtig. Suppe esse ist immer gut. Was ist hier los? Aha, okay. Dann gehen wir mal weiter. Weiter. Hier ist... Cool Time. Krankenhaus. Blöde Viecher. Ja, komm hervor. Warte. Dankeschön. So fies. Bist du endlich durchs Krankenhaus durch, kommst hinten raus und da warten diese scheiß Viecher auf dich. Oh oh. Ah, ich dachte doch, da sind noch mehr. Dankeschön. Ja, nimm es.
Okay, weiter. Und irgendwann finden wir irgendwo eine Matratze, sonst nehme ich eins von mir. Eine leckere Cola. Okay. Bevor ich da lang weiterspiele, werde ich gleich speichern. Hey. Was ist denn los? Was zum Teufel war das? Ich. Okay, ich dachte so. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Nee, ihr seid doch der Hinterhalt. Jetzt gehörst du mir, Mann. Was denn? Komm endlich. Hey, was soll das? Ich schwöre, da war was. Ja, warum? Das sollten wir öfter mal machen. Ja, solltest schon ein bisschen früher. Nee, brauchen wir nicht. Da hat ja nichts Gescheites. Hier. Ach, hier ist es ja. Unser Gebiet, wo wir nicht mehr hinkamen. Ich hab was gehört. Ja, komm. Scheiße, was war das? Ich. Oh, 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 oh. Soll das ein Witz sein? Pass auf, wo du hintrittst. Ja, dann entschärf doch du den Scheiß. Oder warn mich vor. Alle ab! Alle ab! Hier war ja sowieso Ende. Als ich hier ankam, kam ich nicht mehr zu General Genetics. Jetzt muss ich da rüber und quer durch die Stadt. Oder? Ich gehe ein bisschen zurück nach Hangman's Alley. Ich muss ja nicht immer die Spawn-Beds brauchen. Obwohl hier hat es, glaube ich, auch eine Matratze drin. Aber wen interessiert's? Hops, rüber. Also hier ist die Sith-Ruine und hier bin ich damals mit meinem Survivor-Durchgang ohne Schnellreise nix, bin ich auf jeden Fall so oft durchgelaufen. Hier landest ja, wenn du aus dem Institut, sobald das Institut hast, kannst du im Survivor Mode ins Institut reisen und vom Institut raus, hier landest du dann, Sith-Ruine, dann kannst du in alle Richtungen loslaufen, weil das schon schön zentral liegt. Für den, ja komm jetzt, für den Survivor Mode. Also ist ja wirklich nicht schlecht. Aber ich habe ja jetzt die nicht. Das Institut
Und beim zweiten Durchgang habe ich dann das Institut gleich von Anfang an anvisiert, damit ich den Rest vom Spiel dann immer via Institut schnell reisen konnte im Survivor Mode. Da es aber noch so einen tollen mehrere Mods gibt, die man brauchen kann. So wie jetzt der, dass ich trotzdem überall hinreisen kann per Schnellreise. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Ja, 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 ja. Oh. Na, du blöde Bratze. Wo bist du jetzt? Gefunden. Nee, du hast gar nichts gefunden. Jetzt versteckst du dich hinter dem Stuhl? Oh, komm. Okay, Kopfschuss. Nee, nicht ins Wasser fallen. Hey, hörst du auf? Ich frage mich heute noch, was das heißt. Naja, sagt man irgendwie so. Scheinbar. Okay, schauen wir mal, was wir hier gebaut haben. Rasten hier aber nicht aus, sondern wir locken uns ein. Hab da ein bisschen Betonspiel. Wie war das? So. Mit Beton rumgespielt. Soll mal so eine Zwischenstation siedlungsmäßig geben. Hier kann man Räume einrichten. Oder Werkstatt, habe ich gesagt. Dann hier ist auch noch eine Werkstatt-Ecke. Dann hier geht's ja raus. Die Tür lassen wir schön zu. Dann habe ich, was habe ich noch gebaut? Ach, hier rein, ja, klar. Hier rein. Und rauf. Und dann kann man hier noch ein bisschen weiterbauen. Aber das lassen wir jetzt mal so. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal. Ich werde da mal schauen, was ich da. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Was war das? Jemand da? Ja, ich denke schon. Aber werde ich jetzt angegriffen? Werde ich jetzt tatsächlich angegriffen? Glaube ich ja nicht. Ich koche jetzt in aller Ruhe. Ihr kennt mich mal. Ja, ja, ach ja. Moment, das war noch nicht alles. Hier war noch was. Dankeschön. Hier war doch noch was. Hier. Oh ja. Erstens gibt es Punkte, zweitens haben wir wieder was zu essen. Okay. Wunderbar. Suppe. Nudelschale. Ach, geil. Machen wir lieber alle. So. Wunderbar. Und jetzt ganz schnell ein bisschen weiterreden, weil die Idioten so laut Musik machen draußen. Und das gibt ja noch einen Streik. Ein YouTube-Streik, weil das noch strafbar sein könnte. Okay, aber nicht die Scheißmusik. Schlafen, verabschieden und hoffe, dass da nichts auf der Aufnahme drauf ist.
Dann rufen wir Kate, lade alles zu ihr rüber und dann geht's dann beim nächsten Mal weiter. Dankeschön.